Jo, moin. Ja, ist alles wieder einigermaßen lot. Ich bin jetzt mit ein paar Psychologen, habe ich eigentlich vor einer Woche schon das Ergebnis gehabt, wie es wirklich aussieht. Auch mit Hilfe von WhatsApp und wie sie reagieren und so. Deswegen werde ich aber erst später aufnehmen. Ich brauche jetzt ein bisschen Abstand von der Sache, um einfach mal Promotion auch wieder zu machen für meine Musik und vielleicht auch mal Musik zu machen und check mein anderes Profil auf TikTok von The Real One. Da gibt es halt mehrere, die mich wirklich kennen, wissen, was es alles gibt und ich weiß gar nicht, wie viele Musikprojekte ich im Moment habe. Kann ich schon gar nicht mehr zählen, ehrlich gesagt. Also schon zählbar, aber naja, war jetzt ein bisschen übertrieben. Naja, alle, die bei mir waren, auch die Unbekannten, bin sehr dankbar. Und war eine heftige Story, wird schon wieder gut. Und ja, ich finde es auch schade, dass ich irgendwie meine Familienstory öffentlich machen musste, dass ich Hör bekam und auch Hilfe, die mir hilft. Aber da sind meine Mutter und mein Bruder halt selber schuld, ne? Wenn sie es so weit treiben, mich in die Enge treiben, meine Freunde anrufen, mir Freunde, über hunderte Freunde habe ich über die Jahre verloren und so. Meine Mutter hat von klein auf mein Zimmer mal durchsucht nach Hausaufgaben und so, weil ADHS unbekannt war und sie nicht damit umgehen konnte. Und Andy konnte auch nicht damit umgehen und wollte es jetzt nicht verstehen. Ich glaube halt einfach, der war halt von klein auf neidisch, aber das erkläre ich nochmal alles. Ich will jetzt gar nicht ins Thema gehen, wollte ich gar nicht, sorry. Ich bin halt so ein Freestyler, Hip-Hop halt.